Hallo, ich bin Philipp, das hier ist Nerdtastisch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Hero Short News. Heute geht es um den Tod von Steve Rogers. Denkt dran, ihr habt noch eine Woche Zeit, um diese coole Baron Zemo Funko Pop Figur zu gewinnen. Alles, was ihr hierfür tun müsst, ist ein Kommentar mit dem Hashtag Falcon and the Winter Soldier zu verfassen. Viel Glück! Wir erinnern uns, dass wir am Ende von Avengers Endgame Steve Rogers als alten Mann gesehen haben und einen kurzen Rückblick darauf bekommen haben, dass er zusammen mit Peggy ein erfülltes Leben hatte. In Falcon and the Winter Soldier taucht Steve bisher nicht mehr auf. Sams Freund Torres stellt auch schon Fantheorien auf und sagt, dass einige denken, dass er auf dem Mond lebt. In der neuesten Folge führen Bucky und Sam ein Gespräch über das Erbe von Steve Rogers und dabei erwähnen sie auch, dass Steve fort ist. Und im Englischen wird uns auch nichts Genaueres über Steve gesagt, hier sagen sie lediglich, he is gone. Im Nachhinein hätte ich vielleicht, wie auch bei den anderen Folgen, mal die Untertitel aktivieren sollen. Denn im Gegensatz zu den anderen Sprachen steht hier, Steve ist tot. Genauso wie in einer späteren Szene, die das nochmal bestätigt. Und vielen Dank an dieser Stelle für Nicole für den Hinweis mit den Untertiteln. Wir sollen uns jetzt allerdings nicht allzu sehr auf die Untertitel verlassen, da diese nicht immer direkt von den Produzenten kommen, sondern oft extern verfasst werden. Wir erinnern uns an die Audiobeschreibung von WandaVision, als Evan Peters auftrat. Die sagt nämlich, dass es nicht der Quicksilver aus Age of Ultron ist, sondern der aus dem X-Men-Universum. Und was kam am Ende raus? Richtig, Boner. Boner. Es bleibt also leider immer noch abzuwarten, ob Steve Rogers wirklich tot ist, wobei die Untertitel jetzt eigentlich das Naheliegendste zeigen. Ob er vielleicht nächste Woche in der finalen Folge auftaucht oder es nochmal genau erwähnt wird, werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen rauf und schreibt mir gerne eure Theorien in die Kommentare. Lebt Steve Rogers noch? Ist er tot? Oder lebt er auf dem Mond? Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr abonniert und das nächste Mal wieder einschaltet hier bei Hero Short News.